willkommen bei einem neuen Video bei der Scooterschrauber. Hier neben mir steht der Peugeot Speedfight 2. Das heißt, wir gehen heute an den Speedfight dran und rüsten ihn um auf 25. Das Ganze machen wir mechanisch und nicht elektronisch. Das heißt, ich muss am Vergaser dran und ich muss an die Variomatik. Ich würde versuchen, nur das Seitenteil zu lösen, wo der Vergaser sitzt, so dass ich an den Schub dran komme, also an den Baudenzug, und dann natürlich, wie ich schon eben gesagt habe, an die Variomatik und da den Drosselring einzusetzen. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ich nehme jetzt erstmal dieses Seitenteil ab, um zu sehen, ob das vielleicht schon ausreichend für mich wäre. Deshalb so wenig wie möglich abbauen, dass ich vielleicht das Glück habe, ganz simpel und einfach hier dran zu kommen. Das ist wirklich schnell gemacht in dem Moment. So habe ich auf jeden Fall mir einiges an Vergaserarbeit gespart. Wir gucken mal, ob mir das so gelingt. Deshalb schrauben wir jetzt diese Seitenverkleidung hier erstmal komplett ab. Wenn wir die Schrauben auf jeden Fall alle draußen haben, dann hoffe ich, dass wir, wenn wir die Schrauben auch hier behalten am besten dazu, dann sehe ich jetzt zu, dass ich hier so leicht wie möglich an den Vergaser komme. Hier oben hängt noch eine Schraube drin. Die muss natürlich auch noch los. Das ist keine Schraube, das ist ein Kunststoffteil. Das werde ich jetzt schnell lösen und dann gucken wir mal weiter. Jetzt heißt es natürlich erstmal hinten den Luftfilter lösen, dass wir den Vergaser frei bekommen und ich auch an die Verschraubung komme vom Vergaser. Das heißt, Schraube ist raus, Luftfilter einmal hier abziehen und schon habe ich hier etwas mehr Platz. Dieses Teil löse ich jetzt auch noch und dann können wir auf jeden Fall hier an die Vergasereinstellung oder Verschraubung, nicht Einstellung, Verschraubung. Das machen wir jetzt. Wir lösen dieses Teil jetzt noch etwas, dass ich das vielleicht erstmal zur Seite bringen kann und somit freihand an den Vergaser komme. Das wäre natürlich praktisch. Schraube ist auch raus. Jetzt kann ich das Teil etwas zur Seite nehmen und jetzt kann ich auch diesen Kopf lösen. Dazu hole ich mir eine Zange und löse ihn leicht an. Dazu kommt meine Rohrzange zum Einsatz. Nur, dass ich die Verschraubung hier anlöse und somit jetzt auch rausdrehen kann. Das heißt, wir drehen die Verschraubung hier raus. Und somit haben wir uns schon Menge Arbeit gespart. Das heißt, noch ein paar Umdrehungen. Jetzt haben wir unseren Vergaserschieber. Hier viel mehr Platz brauchen wir gar nicht. Und müssen ihn jetzt natürlich aushängen. Das heißt, zurückdrücken und aushängen. Mal gucken, ob es mir gleich so gelingt. Ja, fast. Fast gelungen. So, gut festhalten, dass euch hier nichts wegfliegt. So, jetzt haben wir unseren Schieber draußen. Das heißt, jetzt muss diese kleine Hülse hier rein. Hier habe ich meinen Schieber zur Drosselung. Also für den Schieber, sagen wir mal lieber so. Das Teil kommt jetzt hier rein. Und ja, man hat im Grunde nur noch die halbe Leistung von dem Gas. Der unterdrückt das, dass man das Gas ganz nach oben ziehen kann. Das heißt,
Das muss jetzt hier drauf, die Feder. Dann muss ich das alles zusammendrücken und muss sehen, dass ich diese Hülse gleichzeitig mit dem Schieber zusammenbringe. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal zusammenbringen. Ich habe diesen Schieber erstmal auf die Feder mitgetan und jetzt ist es so, dass der Schieber ganz nach, also die Hülse zumindest, die das Gas stoppen soll an einem gewissen Punkt, die hat sich jetzt nach unten gedrückt. Hier oben ist nun meine Feder. Hier ist auch alles wieder eingehakt. Also können wir das Ganze jetzt zusammenbauen. Und so haben wir ja schon mal die erste Drossel drin. Ich habe meinen Schieber schon mal angesetzt, muss ihn jetzt nochmal in die richtige Position drehen, so dass das hier auch alles wieder reinpasst, und drehe jetzt so oben meine Verschraubung wieder drauf. So habe ich meinen Vergaser in kürzester Zeit fertig. Wir machen gleich mal den Gastest. Die Verschraubung ist drauf. Ich nehme jetzt trotzdem noch mal meine Rohrzange und ziehe hier etwas nach, so dass ich auch ganz gewiss sein kann, hier kann nichts mehr dran passieren. Jetzt bringe ich hier wieder mein Gummi drauf, naja, zumindest das, was noch davon übrig ist, und haben das schon mal erledigt. Jetzt kann ich das wieder dran schrauben und hinten den Luftfilter, dann wäre die Sache schon mal weg. Aber ich lasse das alles, zumindest das schraube ich noch fest, lasse das andere erstmal eh alles weg, dass ich hier den Deckel jetzt abschraube. Jetzt öffnen wir erstmal die Variomatik. Hier ist nochmal eine Vielzahnschraube, die das Bremsseil nach oben hält. Die lösen wir jetzt erstmal und dann können wir das Teil hier erstmal abnehmen. Wie man sieht, das ist das Teil, was das Bremsseil nach oben hält. Die Schraube wieder rein und gleich parat zur Seite legen. Dann können wir als nächstes ein 8er Schlüssel oder ein 8er Aufsatz nehmen, eine 8er Nuss vielmehr, und können die Schrauben lösen. Das heißt, erstmal hier auf der Unterseite noch. Das ist schon mal Nummer 1. Hier gleich Nummer 2. Also da war schon lange nichts mehr auseinander, wie man das hier so sieht. Der Roller wurde eben auch nur gefahren. Nächste. Vorne wird es etwas schwieriger, das zeige ich euch gleich nochmal. Und zwar sitzt hier vorne noch eine Schraube, wo ich natürlich nicht mit meinem Akkuschrauber dran komme. Wir gucken mal. Dafür nutze ich jetzt hier mein Gelenk. Ich stecke es samt meiner Verlängerung gleich hier einmal auf und setze jetzt meine Knarre hier an. So kann ich auch ein bisschen über Eck schrauben. Das heißt, den muss ich erstmal richtig hier reinbringen. So, jetzt können wir hier ansetzen. So, und lösen die Schraube. Ich habe eben den Aufsatz nicht ganz richtig drauf gehabt. Von daher ging das eben nicht so schnell, so leicht. Wir nehmen die Schraube hier raus. Vielleicht kriege ich sie. Oh, die ist recht fest, muss ich sagen. Aber vielleicht kann ich das noch anders machen. Den ich hier meinen Schraubaufsatz drauf mache jetzt. Und wir drehen einfach mal. Das funktioniert auf jeden Fall so ganz gut. Man muss das Ganze nur ein bisschen in der Spur halten. Aber ich glaube, sie ist jetzt auch los.
So sparen wir uns auf jeden Fall Verkleidung abzubauen. Ringsrum ist er gelöst und jetzt können wir ihn natürlich runternehmen. Wir versuchen das ganz einfach und zwar gehen wir ein paar Mal auf den Kickstarter und sehen zu, dass sich der Deckel so nach und nach löst. Wie man hinten sieht, löst er sich schon, aber vorne will er noch nicht ganz. Das heißt, jetzt nochmal. Aber der rührt sich nicht. Der braucht etwas Unterstützung, der Deckel. Also der Deckel hängt richtig fest dran. Deshalb muss ich jetzt hier mal etwas mit einem Schraubendreher nachhelfen. Ich glaube, ich nutze dafür jemanden anderen. Weil der hängt ja richtig dolle fest. Hier hänge ich mal meinen Schraubendreher hinter und versuche ihn jetzt so sanft wie möglich hier abzuhebeln. Der ist fast wie, ja, fast wie, könnte man sagen, angeschweißt hier. Normalerweise sollte er sich jetzt schon lockern. Ich lasse hier mal vorne den Schraubendreher zwischen und gucke noch mal, woran es denn hier noch scheitern könnte. Ja, er hängt nur noch vorne. Er ist fast ab. Ich hebe hier noch mal ein bisschen nach, um zu sehen, dass er sich vorne löst. Jawohl, so soll es doch sein. Anders wollten wir das gar nicht haben. Und er sieht von innen noch richtig ordentlich aus. Bis auf ein bisschen Abrieb sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. So, ich lege den Deckel jetzt mal ab und gucke mir hier auch mal die ganze Sache an. Aber ich muss schon sagen, der Keilriemen ist sehr, sehr straff. Das ist ganz schön extrem, würde ich bald mal sagen. Ja gut, mit ein bisschen Drehen. Aber ich finde, der sitzt doch sehr straff. Gut, da ändern wir jetzt aber nichts dran. Das kann natürlich auch ein bisschen täuschen. Wir lösen jetzt hier vorne die Mutter und holen die ganze Variomatik vor, zumindest diese Scheibe hier. Aber wenn wir das schon mal abbauen, dann gucken wir uns auch die Variomatik ruhig gleich mit an. Jetzt machen wir uns das natürlich einfach, gehen mit dem Schlagschrauber hier drauf und rütteln mal ein bisschen. Die Mutter ist ab. Das heißt, können Sie zur Seite legen, nehmen hier vorne die Scheibe ab. Ja, die sieht auch noch sehr gut aus. Und jetzt können wir hier auch den Keilriemen runternehmen. Dazu drücken wir hinten die Kupplung einmal fest zusammen und ziehen das Ganze hier mal runter. Also, wie ich hier gerade sehe, ist es hier noch verschraubt. Das heißt, ich gucke sie jetzt nicht nach, weil dann müsste ich das alles öffnen. Wir schieben das Ganze wieder drauf und schieben das nur nach hinten wieder. Jetzt kommt unser Ring zum Einsatz, der Drosselring. Da kann man auch sehen, das ist ein 11er Ring. Der kommt jetzt hier drauf. So haben wir jetzt schon mal alles soweit fertig. Bis auf diese Scheibe hier. Die Scheibe sollte nun mal auch noch drauf, dass der Ring sich nicht, ja, sozusagen festfressen kann. Wir halten jetzt die Scheibe hier mal drauf, aber man merkt sofort, das wird ganz schön knapp. Deshalb lassen wir diesen Ring jetzt drunter und gucken mal nach einem etwas dünneren. Ich habe hier einen etwas dünneren, den setze ich jetzt noch hier vor.
Ich brauche auf jeden Fall die Masse, dass ich mein Schwungrad hier sauber vorbekomme und daran nichts passieren kann. Jetzt habe ich meine Scheibe ja eben mit abgezogen. Die setzen wir trotzdem wieder jetzt drauf und können nun den Keilring hier wieder mit hinterbringen und können unsere Scheibe hier vorne aufsetzen. Das heißt jetzt nochmal etwas schraubenfest dran und dann ziehen wir die Mutter drauf. Der eine sagt Schraubensicherung, der andere sagt schraubenfest. Auf jeden Fall sichert das eure Mutter. Und das habe ich jetzt auch eben gut geschüttelt. Jetzt heißt es Deckel ab, hier nochmal den Keilring zusammendrücken und jetzt kann ich auch hier meine Schraubensicherung auftragen und das verteilt sich jetzt automatisch mit der Mutter, wenn ich die hier drauf drehe. Das heißt, dann kann da so schnell nichts mehr passieren. Jetzt nochmal kontrollieren und nun ziehen wir auch die Mutter wieder an. Die Mutter ist fest. Hier sitzt auch wieder alles. Wir gucken nochmal alles nach. Der Keilring, der kann wieder gespannt werden. Mal gucken, ob wir das jetzt so ein bisschen hoch und dann etwas ziehen und langsam spannt er sich auf jeden Fall. Das heißt, wir können den Deckel hier wieder nehmen. Jetzt hier diese Schnecke rausgerutscht, die tun wir natürlich wieder rein, dass man auch den Kickstart dann wieder normal nutzen kann. Setzen das jetzt hier an und sehen zu, dass wir den Deckel wieder sauber drauf bekommen hier. So sieht das schon gut aus. Jetzt heißt es gleich eine Schraube rein. Na nun, hier vorne am besten gleich. Und diese Schraube gleich etwas festdrehen. Dann kann der Deckel auf jeden Fall so schnell nicht mehr weg. Eine Schraube ist drin. Jetzt kommt der Rest dran. Und dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt ist mal wieder die etwas komplizierte Schraube hier dran. Die drehen wir jetzt hier rein. Und schon sitzt unser Deckel gleich. So, etwas. Ja, das geht. Man muss nur die richtige oder den richtigen Winkel dafür finden. Dann geht es ganz einfach oder auch ganz leicht. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt noch unten den Bautenzug befestigen und schon sind wir so gut wie damit fertig. Wenn ihr diesen Deckel wieder drauf habt, kontrolliert immer noch mal den Kickstart, ob der auch freigängig ist und funktioniert. Jetzt heißt es natürlich, den Luftfilter wieder sauber ansetzen. Dazu drücke ich das Ganze hier jetzt hier rein. So, dass der Luftfilter auch schon wieder sitzt und verschraube ihn jetzt nur noch. Jetzt heißt es nur noch den Luftfilter verschrauben und schon haben wir es. Das mag natürlich noch nicht ganz, weil die Schraube hier noch nicht gefasst hat, aber das machen wir ganz leicht. So, Schraube hat gegriffen und jetzt können wir den Luftfilter auf jeden Fall anziehen. So, das sollte reichen. Nun das Seitenteil wieder dran. Mal gucken, wie das jetzt von der Hand geht mit dem Seitenteil, weil das musste hier vorne auch noch eingesetzt werden. Das heißt, ich muss das ein bisschen zur Seite nehmen und setze es wirklich auch vorsichtig an, auch wenn schon irgendwo die eine oder andere Stelle kaputt gebrochen ist. Das stört mich im Grunde dann nicht,
Ich gehe mit fremden Roller auf jeden Fall immer behutsam um. Das heißt, ich muss das hier trotzdem jetzt hier reindrücken und schon sitzt es wieder an seinen Platz. Das heißt, Schrauben rein und dann sind wir schon fast durch damit. Ich setze jetzt hier überall die Schrauben an, so dass ich meinen Halt wieder gewinne und das ja alles wieder schön ordentlich zusammensetzt. Hier haben wir jetzt schon mal alles wieder dran. Nicht zu fest, weil das Kunststoff, ihr wisst es selbst, das reißt ganz schnell. Hier muss ich mal suchen, wo denn das Loch hier ist. Aha, okay. So. So sollte es gehen. Hier ordentlich nochmal gucken, ob alles so dran sitzt, wie es dran sitzen soll. Das tut es hier. Und anziehen. Ja, hier sitzt auch alles sauber. Das heißt, jetzt hier unten noch eine Schraube rein. Und wir sind so gut wie fertig. Hier vorne habe ich ja, hier oben musste ich ja, das ist ja auch aufgebaut wie ein Dübel. Und da muss man das hier dann rausdrehen, dann hier wieder reinstecken und die Schraube drehen. Das wollte vorhin nicht funktionieren, weil ja einfach manche Sachen schon etwas ausgenudelt sind. Und dann scheitert das natürlich dann an sowas. Das heißt, hier noch die letzte Schraube rein. So. Und schon sind wir damit fertig. Das heißt auch, wie gesagt, wenn schon mal was kaputt ist, wie hier hinten gebrochen ist oder so, ich gehe trotzdem ordentlich mit den Sachen um. Schöner wäre es natürlich, wenn der Roller ein bisschen sauberer wäre. Dann würde man sich auch die Finger nicht so einsauen. Wir gucken uns jetzt trotzdem nochmal an, was für den TÜV-Prüfer relevant ist. Und zwar ist es schon mal, wenn er das sehen wird, wird er schon mal sagen, der Spiegel ist defekt, der ist gerissen und somit unterbricht er die Sicht. Also, der muss auf jeden Fall vor den TÜV noch neu. Am besten gleich den anderen auch noch mit. Dann gehen wir mal ein Stück nach vorne und wir gucken uns mal den Griff an. Das wird höchstwahrscheinlich der TÜV auch bemängeln, dass der Griff nicht mehr vollständig ist, also eine Verletzungsgefahr. Dann wird er sich garantiert auch das Profil von den Reifen angucken. Und ich habe mich ja weiter nie drum gekümmert und habe mir weiter nichts angeguckt, weil ich ihn wirklich nur instand setzen wollte. Aber jetzt nach näherem Hinschauen sieht man auch, dass das Profil ja so oder so neu drauf muss. Also das heißt, hier muss ein neuer Reifen drauf. Wie gesagt, da habe ich vorher nicht so drauf geachtet, jetzt habe ich es aber gesehen. Dann kann es natürlich auch noch sein, dass der TÜV sich die Beleuchtung anguckt, vorne wie hinten, samt Blinker natürlich. Den vorderen Reifen, den kann man lassen, der sieht noch ganz gut aus, da ist so schnell nicht zu bemängeln. Der Roller ist auf jeden Fall jetzt gedrosselt, das heißt, Vorstand beim TÜV kann stattfinden, wenn natürlich die anderen Sachen erledigt sind. Vorher lohnt sich das gar nicht, damit zum TÜV zu fahren. Eine Probefahrt kann ich mit diesem Roller nicht machen, er ist nicht angemeldet. Das Einzige, was ich machen kann, auf unseren Hof jetzt sozusagen, war nur einen Schwungtest zu machen. Aber das war es dann auch schon mal. Ich weiß jetzt nicht, was der Roller läuft, ob er 25 läuft, 35 oder vielleicht auch nur 20. Das kann ich erst dann rausfinden, wenn man ja fahren könnte. Und
So lange heißt es Stillstand. Auf jeden Fall müssen die Sachen jetzt erledigt werden, dass das dann schnellstmöglich über die Bühne geht, mein Kumpel den Roller abholen kann und dann zum TÜV kann damit. Für heute sind wir erstmal durch. Ich hoffe, das eine oder andere hat euch an diesem Video gefallen und ihr konntet selbst noch mal gucken und ja, auch schauen natürlich. Gut, für jetzt soll es das gewesen sein. Bis dann. Tschüss.